Das Vergaberecht ist in seiner zentralen Zielsetzung vor allem auf die Sicherstellung einer wirtschaftlichen und sparsamen öffentlichen Beschaffung gerichtet. Das schließt es aber nicht aus, dass auch andere Zwecke im Rahmen eines Vergabevorgangs Berücksichtigung finden können. Insbesondere gilt das für ökologische Kriterien. Mein Name ist Claudia Fuchs, ich bin Rechtsanwaltsanwärterin bei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg und schwerpunktmäßig mit Vergabe- und wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen befasst. Das Vergaberecht betont in verschiedenen Zusammenhängen auch die Relevanz von ökologischen Kriterien im Rahmen von Vergabevorgängen. Welche Rolle dabei ökologischen Kriterien im Speziellen zukommen soll, hat über weite Strecken freilich der öffentliche Auftraggeber selbst in der Hand. Ihm stellen sich dabei, nimmt man so den prototypischen Verlauf eines Vergabeverfahrens, grundsätzlich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um umweltbezogene Aspekte berücksichtigen zu können. Eine erste und ganz wesentliche dieser Möglichkeiten betrifft die Leistungsbestimmung, das sogenannte Leistungsbestimmungsrecht durch den öffentlichen Auftraggeber. Er definiert nämlich anhand seiner grundsätzlichen Kostenvorstellungen und Qualitätsanforderungen selbst, welche Leistung er nachfragt. Und im Rahmen dieser Qualitätsanforderungen kann insbesondere eben auch auf ökologische Aspekte der nachgefragten Leistung Bezug genommen werden. Denkbar insbesondere zum Beispiel auf die ökologischen Auswirkungen auf umweltbezogene Merkmale der eingesetzten Materialien im Rahmen der Leistungserbringung. Eine zweite Ebene betrifft die Eignungsprüfung. Hier prüft der Auftraggeber die interessierten Unternehmen im Hinblick auf ihre Eignung, wobei, wenn diesen interessierten Unternehmen schwere umweltrechtliche Verfehlungen vorzuwerfen sind, dann hat der Auftraggeber diese in aller Regel aus dem Vergabeverfahren auszuschließen. Eine dritte und ganz maßgebliche Phase im Verlauf eines Vergabeverfahrens betrifft dann die Ebene der Zuschlagskriterien. Hier stehen dem Auftraggeber grundsätzlich relativ weite Gestaltungsoptionen offen, im Rahmen des von ihm gewählten Bestbieterprinzips auch ökologische Kriterien als Zuschlagskriterien heranzuziehen. Auch auf Lebenszykluskosten kann in dem Zusammenhang etwa Bezug genommen werden, denkbar aber auch auf umweltbezogene Eigenschaften der eingesetzten Produktionsweisen. Und schließlich ein vierter Schritt betrifft den geschlossenen Leistungsvertrag selbst. Auch hier ist es grundsätzlich denkbar, dass entsprechende umweltbezogene Aspekte zum Inhalt eines solchen Leistungsvertrags werden, etwa wenn der Auftraggeber mit dem ausführenden Unternehmen vereinbart, in regelmäßigen Abständen die Einhaltung bestimmter umweltbezogener Parameter zu überprüfen und sie dem Auftraggeber regelmäßig zurückzumelden.